Herzlich willkommen und Servus bei Mathe ist cool. Wir beschäftigen uns heute mit den Arten der Bruchzahlen. Prinzipiell gibt es drei verschiedene Arten. Die echten Brüche, die unechten Brüche und gemischte Zahlen. Zu den echten Brüchen zählen Brüche wie zum Beispiel 3 Viertel, 1 Achtel, 3 Zehntel, 3 Hundertstel oder ein halbes. Unechte Brüche sind Bruchzahlen wie zum Beispiel 5 Viertel, 9 Achtel, 6 Halbe oder 8 Viertel. Und gemischte Zahlen sind 2 Ganze 1 Viertel, 1 Ganzes 1 Halbes oder 2 Ganze 21 Einhundertstel. Wenn du dir die echten Brüche genauer anschaust, wirst du vielleicht feststellen, dass der Zähler, die obere Zahl, immer kleiner ist als der Nenner, die untere Zahl. Dadurch ergibt sich, dass der Wert des Bruches kleiner ist als 1. Bei den unechten Brüchen ist der Zähler größer als der Nenner. Es ergibt sich somit ein Wert größer als 1. Und die gemischten Zahlen setzen sich ganz einfach aus ganzen Zahlen und Bruchzahlen zusammen. Damit ist der Wert des Bruchs auch automatisch größer als 1. Soweit zu den drei grundsätzlichen Arten der Bruchzahlen. Es gibt noch einige Spezialformen. Es gibt die Stammbrüche. In unserem Beispiel sind das ein halbes und ein Achtel. Stammbrüche haben als Zähler immer 1. Also ein Stammbruch wäre ein halbes, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel und so weiter. Eine andere Sonderform sind die uneigentlichen Brüche, wie zum Beispiel 6 halbe oder 3 Viertel oder 8 Viertel. 6 halbe, wenn du dir 6 halbe Pizzas vorstellst, so sind das 3 ganze Pizzas. Eigentlich gar keine Bruchzahl. 8 Viertel sind eigentlich 2 Ganze. Als 8 Viertel geschrieben ist es eine Bruchzahl, in Wirklichkeit ist es aber eigentlich kein Bruch, daher der Name uneigentliche Brüche. Und die dritte Sonderform der Bruchzahlen sind die Dezimalbrüche. Dezimalbrüche sind alle Zehntel, Hundertstel, Tausendstel. Wie gesagt, Stammbrüche, uneigentliche Brüche und Dezimalbrüche sind Sonderformen. Wir beschäftigen uns in weiterer Folge oder brauchen die drei Stammgruppen, Stammarten, echte Brüche, unechte Brüche und gemischte Zahlen. Bitte schreib dir das, was du nun am Bildschirm siehst, in dein Schulübungsheft.